Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Fortnite-Runde auf meinem Zweitkanal. Ja, ich versuche auf dem Zweitkanal weiter Content zu bringen. Das war jetzt die letzten Tage ein bisschen weniger, weil ich halt einfach mich erstmal wieder einpennen musste auf der Arbeit. Und auf dem Main-Kanal auch das ein oder andere coole Video vorbereitet habe. Unter anderem auch Premade mit Maxim, was also wiederkommt. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Der ein oder andere feiert das Format ja. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von, weil es einfach Bock macht, mit Maxim über verschiedene Leak-Dinge zu reden. Wir werden hier ein bisschen auf Action gehen. Ich habe letzte Zeit leider, kam ich nicht so viel dazu, Fortnite zu zocken, weil ich meine Freizeit quasi fast ausschließlich in Anno investiert habe, weil ich ein bisschen süchtig nach dem Game geworden bin. Und dementsprechend musste Fortnite leider hinten anstehen. Boah, das wäre natürlich jetzt hier eine schöne Situation. Ist immer die Frage, wie viele hier gerade landen, ne? Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Oh ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Okay. Aber jetzt die ersten Aims auf dem neuen Rechner. Wow, FPS-mäßig ist das hier. Komm. Jetzt stopp doch! Jetzt wegen dem hier muss ich mich hier so bloßstellen und so viel daneben sammeln. Ja! Okay. Wollen wir direkt mal weitermachen, ne? Hätte auf jeden Fall noch einer geschossen. Hatte gerade relativ harte FPS-Einbrüche. Ich kann ja noch rushen, denke ich. Ich habe halt echt eine ganz gute Waffe hier für den Anfang gedroppt. Okay, das war jetzt ein bisschen zu einfach, weil der Typ scheinbar überhaupt kein Headset besitzt. Aber ich beschwöre mich ja nicht, ne? Ich bin ja ganz froh, wenn es einfach ist. Ich kann jetzt hier noch die letzte wunderschöne dieser Depot-Dinger hier überprüfen. Hier wurde allerdings schon gelootet. Aber ich habe ja auch bin ja ganz zufrieden mit dem, was ich hier gedroppt habe, ne? Also da kann man sich, glaube ich, nicht allzu sehr drüber beschweren. Ein Sniper, eine grüne AR und dann kann es losgehen. Ja, war jetzt nicht mein schönster Aim. I'm sorry. Viele regen sich jetzt vielleicht maßlos drüber auf. Das ist auch in Ordnung. Das hier ist auch gleichzeitig ein Test für mein neues Setup, denn der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich glaube, ich muss den Sound lauter machen. Ich glaube, ich höre die ganze Zeit nur meine eigenen Steps. Und bin irritiert. Eine Sekunde. Und schwuppdiwupp sollte es besser sein. Okay, ja, ich habe ein neues Setup. Ich habe mir ein Ryzen geholt mit einem X370 Asus Pro. Ja, irgendwie so. Mainboard, in der Hoffnung eben dadurch meine CPU-Leistung ein bisschen verstärken zu können, das ist auch der Fall, weil nicht werde ich wohl weiter über die Grafikkarte streamen, weil meine FPS in-game ja einfach zu wichtig sind und die da immer noch dann einfach dadurch deutlich besser sind, aber hier bei Fortnite glaube ich, dass es einen Unterschied macht, wenn man über die CPU streamt oder ob man über die Grafikkarte streamt, also rein vom Aussehen, also quasi rein für euch. Und das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist, dass da die Qualität eben auch dementsprechend stimmt. Eben hatte ich allerdings kleine Lags und das ist dann natürlich doch recht anstrengend. So, meine Idee ist quasi ein bisschen aus der Zone hier nochmal rauszugehen, um zu gucken, ob hier sich schon Leute bekämpfen. Jetzt einfach noch mein eigenes Set auch noch ein Ticken lauter. Wenn ich es, glaube ich, noch höher drehe, dann hört ihr mich in Fight Duel nicht mehr. Ja, also mein Aim eben war grauenhaft. Ich weiß das. Verzeiht es mir. Verbreite trotzdem Liebe. Und mit den 2 Kills jetzt haben wir halt eben loopmäßig eine ganz gute Ausgangslage. Und können von hier dann eben weitermachen. Es ist echt FPS-mäßig so ein kleines Abenteuer hier. Es liegt halt eben daran, dass ich halt über die CPU sowohl aufnehme, als auch eben das Spiel das Ganze natürlich auch noch belastet. Weil die CPU-Auslastung halt nicht mal bei 40% ist, also. Und das ist hier noch ein bisschen strange. Weiß noch nicht, ob ich in dieser Entfernung besser sehen, gibt es eine Einstellung im Game. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie gefunden habe. Okay, der trifft ja überhaupt nichts und ich treffe fast auch nichts. Aber holy shit, der hat ja überhaupt nichts getroffen. Also der hat mich hier legend nicht einmal getroffen. Und ich war ja schon terrible. Der hatte aber scheinbar auch keinen guten Loot. Nicht so cool. Es war die Falle.
Und ich dachte, es wäre eine ankommende Rakete, weil die sehr, sehr ähnlich klingt für mich. War allerdings nicht so. Ich könnte jetzt hier auf den Hügel drauf und ich glaube, das mache ich auch. Ich baue mich einfach hoch. Der Typ, den ich hier abgeholt habe, der war so lieb, einiges an Ressourcen vorher zu sammeln. Dadurch ist das Ganze natürlich immer angenehmer. What? What the fuck? Ich dachte, das geht dann auch weg, wenn es nicht am Hang ist. Aber scheinbar ist dem nicht so. Habt eine Sniper, deswegen ist Hochbauen auf jeden Fall eine Option. Hab allerdings so 6 Schuss. Deswegen sollte ich mir das sehr genau überlegen, ob das wirklich die beste Option ist, die ich habe. Na, vielleicht ist ja schon einer drauf, deswegen gehe ich jetzt hier gerade den etwas sichereren Weg und baue mich von hier hoch. Na, das war close. Das hätte auch fast ins Auge gehen können. Ist die Frage, ob da auf der anderen Seite vielleicht jemand drauf ist. Das ist immer. Okay, hier geht auf jeden Fall eine Party. Eigentlich bin ich schon mal blind. Okay, Nummer 1. Der ist safe noch bei diesem Baum. Boah, wirklich, den habe ich gemisst. Wie läuft der Typ denn? Langsam muss der Kraft haben, wo ich schieße. Alter, das kann doch nicht wahr sein! Aim ist wirklich grausam, aber so seht ihr halt mein Daily Struggle. Finally, Alter. Worauf hat er denn noch geschossen mit seinem letzten Atemzug? Wäre witzig, wenn ich mir noch einen gönnen dürfte. Das war wahrscheinlich nur ein Vermutungsschuss. Okay, ich sollte jetzt runtergehen und die looten. Ich glaube nicht, dass die den besten Loot haben. Aber ich sollte es trotzdem auf jeden Fall machen. Aber ich bin immer noch jemand, der hier lieber baut als dieses Sliden, was zwar mittlerweile sehr gut funktioniert, aber allerdings bin ich. GG, das war eine weitere Runde Fortnite-Jungs.